Die Börsen schwanken jeden Tag. Die Schlagzeilenlage ist wie immer geprägt von Unsicherheit. Was können Anleger in diesem Umfeld tun, um ihre Sicherheit zu verbessern und natürlich auch ihr Anlegerverhalten diesem Umfeld anzupassen? Zunächst macht es Sinn, sich die eigene Vermögensstruktur vor Augen zu führen. Die Auflistung der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten ist an dieser Stelle mit Sicherheit ein guter Ausgangspunkt. Sie sehen hier beispielhaft dargestellt eine sogenannte Vermögensbilanz. Wir sehen die liquiden Anlagen. Oben aufgeführt illiquide Anlagen wie Immobilien oder auch Firmenbeteiligung und Versicherungen weiter unten. Und da entsprechend noch gewisse Darlehen vorhanden sind, sehen wir hier die Mittelherkunft des Vermögens. Im konkreten Fall ist es natürlich nicht so, dass sämtliche Kapitalanlagen aktuellen Strukturierungsfragen unterliegen. Die Immobilie sei in diesem Beispiel eigengenutzt, die wird dementsprechend für Konsumzwecke verwendet. Also hier treten natürlich andere Entscheidungsmuster zugrunde als bei Wertpapieranlagen oder Entscheidungen, die sich auf Versicherungsstrukturierungen beziehen. Wenn wir also uns klar machen, dass die Vermögensstruktur, die wir aus der Anlageperspektive betrachten, anders aussieht, dann ergibt sich dieses Bild. Sie sehen schon, die Summe hat sich entsprechend verändert. Wir fokussieren jetzt das liquide Vermögen, das hat eine Höhe von 642.000 Euro. Sie sehen schon auch hier, das Vermögen auf den Girokonten wird weiter nicht berücksichtigt. Dieses soll im konkreten Fall als Rücklage für ungeplante Ausgaben dienen. Was wir nun aus dieser Vermögensstruktur machen können, ist in erster Linie die Renditeerwartung. Also welche Rendite darf ich nach vorne erwarten, respektive auch welches Risiko habe ich zu erwarten. Hier nicht auf Basis abstrakter Volatilitäten, wie wir sie beispielsweise auf Basis von VDAX, VIX oder anderen Indikatoren ablesen können, sondern wirklich in Richtung maximaler Verlust. Das habe ich an dieser Stelle mal vorgenommen. Sie sehen schon hier die bekannte Vermögensstruktur auch abgetragen. Und wir können hier feststellen, wir sehen entsprechend für das Tagesgeldkonto einen erwarteten Ertrag von 0, für den Aktienmarkt rechnen wir mit 5%, für Anleihen mit 1%, Mischfonds aus Aktien und Anleihen mit 2%, offene Immobilienfonds auch mit 2%, Rohstoff und Edelmetalle ebenfalls mit 2%. Diese Renditeerwartung kann man natürlich selbst herleiten, man kann eigene Meinungen treffen, man kann sich die langfristigen Ertragserwartungen großer Investmenthäuser anschauen, die typischerweise auf volkswirtschaftlichen Annahmen basieren, teilweise auch auf Dividendenmodellen und ähnlichem. Und Sie sehen schon hier, wir sehen also, dass 29% unseres Geldes sind im Tagesgeldkonto, da erwarten wir einen Ertrag von 0, also ist auch der Beitrag des Tagesgeldkontos zur erwarteten Rendite bei 0%. 0 mal 0 ist eben 0. 45% sind in Aktien und Aktienfonds, erwartete Rendite in diesem Beispiel 5%, wie gesagt, sind nur Beispiele. Und wenn 5% des Vermögens eben, wenn 45% des Vermögens eben eine Preisentwicklung langfristig im Durchschnitt von 5% erwarten lassen, haben wir einen Ergebnisbeitrag von 2,26. Und Sie sehen schon, wenn wir das alles tun und wir addieren das hier unter dem Strich auf, dann sehen Sie, die Renditeerwartung der Vermögensstruktur, wie sie aktuell vorliegt, die liegt bei 2,7%. Die Frage, die man sich nun stellen kann, sind diese 2,7% angemessen, reichen die aus, um die finanziellen Ziele zu erreichen? Ist vielleicht die Ruhestandsplanung hier mit verknüpft, die vielleicht eine Rendite von 4 bis 4,5% benötigt? Ist es so, dass man steigende Inflationsraten erwartet, die über das Ziel der Europäischen Zentralbank hinausgehen können, also eine Inflationsrate, die vielleicht bei 2,5 oder 3% liegen könnte, dann sehen wir schon auch, dass die Renditeerwartung der vorliegenden Vermögensstruktur nicht ausreichen würde, um die Inflation entsprechend aufzufangen. Wir müssten zusätzlich noch Steuern entsprechend berücksichtigen. Also Sie sehen schon hier, Sie können sehr gut kontrollieren, ob die Vermögensstruktur auf Basis von erwarteten Renditen dem entspricht, was Sie in der Finanzplanung ermittelt haben oder auch dem, was Sie sich als Mindestmaß für die Rendite der Kapitalanlagen langfristig und im Durchschnitt vorstellen. Die Rendite ist nur eine Dimension. Wichtig ist natürlich auch das Risiko. Hier, wie gesagt, nicht die Schwankungsbreite, die sogenannte Volatilität, sondern maximalen Verlust. Auch hier der gleiche Mechanismus. Sie sehen, ich habe für das Segment Aktien einen Verlust von 50% unterstellt. Das würde also einen Verlustbeitrag von 23% auf das gezeigte liquide Vermögen darstellen. Das heißt, diese Vermögensstruktur, wie wir sie hier sehen, hat also ein Verlustrisiko von ungefähr 28%. Und diese 28% können wir nun wieder sehr gut abgleichen mit unserer finanziellen Risikobereitschaft. Auch das habe ich Ihnen entsprechend dann mal
auch nochmal dargestellt. Und die Kernfrage, die wir uns ja dann stellen müssen, ist, jetzt haben wir im März einen starken Rückgang gesehen. Wir haben festgestellt, der Anleger hat hier noch entsprechende Liquiditätsrücklagen. Und dann stellt sich ja die Frage, macht es Sinn, dann zu investieren, wenn die Kurse weiter unten sind? Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Niemand kann Ihnen sagen, ob die Kurse steigen oder fallen. Also müssen wir uns zurücksetzen auf unsere eigene Planung, auf die Finanzplanung. Habe ich denn den Horizont, um die Liquidität so lange zu entbehren? Möchte ich aus der Rücklage in die Kapitalanlage entsprechend hier übergehen? Ich habe Ihnen das jetzt nochmal dargestellt. Wie wirkt sich eigentlich diese Anlageentscheidung aus? Wir haben typischerweise, wenn die Märkte sehr, sehr stark zurückgehen, auch das bestätigen die langfristigen Ertragserwartungen, haben wir mit zurückgehendem Aktienmarkt höhere Ertragserwartungen, wie gesagt, nicht auf Basis kurzfristiger Horizonte, sondern wirklich hier on the long run, also typischerweise Horizonte von 10 Jahren. Und wir haben jetzt hier ganz banal unterstellt, das ist natürlich ein sehr stark simplifiziertes Beispiel, unterstellt, dass wir unser Tagesgeldkonto komplett in die Aktienanlage bringen würden, dass wir also sowohl eine Verschiebung haben vom Tagesgeld in die Aktien, aber natürlich auch eine höhere Ertragserwartung am Aktienmarkt aufgrund der zwischenzeitlichen Kursrückgänge. Sie sehen jetzt hier, die erwartete Rendite erhöht sich dementsprechend stark von 2,7 auf 5,7, aber auch der Verlust erhöht sich deutlich von eben 28 auf 43. Das heißt, die Verknüpfung an dieser Stelle sehr wichtig, um eben zu überlegen, wenn ich Anpassungen in der Vermögensstruktur vornehme, wenn ich in der Unsicherheit Vermögensumschichtungen vornehme, wie wirkt sich das bezüglich meiner Renditeerwartung aus? Im konkreten Fall steigt die. Das kann beispielsweise mich dabei unterstützen, meinen vorgezogenen Ruhestand zu finanzieren oder vielleicht doch ein Inflationsszenario besser aufzufangen. Auf der anderen Seite, es gibt nichts umsonst, mein Rückschlagsrisiko erhöht sich auch dementsprechend auf 43%. Also gilt es auch hier vor einer Anlageentscheidung, das mal durchzusimulieren. Das heißt, nicht zu agieren und dann zu schauen, was könnte passieren, sondern erst zu simulieren und dann die Entscheidung entsprechend zu treffen. Das ist jetzt sehr sachlich, Finanzplanung, Vermögensstrukturüberlegungen, zugegebenermaßen hier natürlich etwas simplifiziert, aber es geht ja bewusst auch darum, mal eine Einführung in dieses Thema Vermögensstrukturüberlegung zu geben. Da wir nicht nur diese harten, objektiven Kriterien haben, müssen wir auch das Thema Risiko berücksichtigen. Risiko können Sie messen, das ist die objektive Risikotragfähigkeit, also wie viel Risiko kann ich verkraften auf Basis meiner Liquiditätsplanung, der Sicherheit meines Einkommens oder sonstiger Zahlungsströme. Und ein anderer wichtiger Punkt ist die Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal. Diese kann man wissenschaftlich fundiert messen und ich habe Ihnen das mal hier dargestellt. Und Sie sehen schon hier auf Basis dieser Auswertung, im Ausgangsfall hatten wir ungefähr 60% Vermögenswerte, die Schwankungen unterliegen. Wenn wir diese Anpassungen vornehmen, sehen Sie schon, dann würde dieser Wert auf 82% steigen. Und wie Sie schon sehen können an der Farbskala, für jemanden mit der finanziellen Risikobereitschaft, wie ich sie aufweise, ist eigentlich so eine Grenze beim Aktienmarkt, mit der ich mich sehr gut fühle. Hier im gelben Bereich bin ich noch tolerant, aber der rote Bereich zeigt doch sehr deutlich, dass ich mich in ein Niveau hereinbewege, wo davon auszugehen ist, dass ich die Rückschläge, die niemand genau timen kann, die niemand genau vorhersehen kann, tendenziell nicht aushalten würde. Ich würde dann prozyklisch agieren, ich würde in Stress verfallen, würde im Stress schlechte Entscheidungen treffen. Von daher muss ich mich eben vor der Anlageentscheidung mit diesem Thema hier entsprechend auseinandersetzen. Also, vor diesem Hintergrund, Sie sehen schon, konzentrieren Sie sich auf das, was Sie selbst kontrollieren können. Sie können Ihre Aktienquote kontrollieren, Sie können die Qualität Ihrer Aktienquote kontrollieren, Sie können schauen, dass die Rücklage und die Kapitalanlagequoten in Ihrem Vermögen einer sinnvollen Gewichtung entsprechen. Sie können kontrollieren, ob Ihre Anlagestrategie Ihre finanzielle Risikobereitschaft widerspiegelt. Das alles können Sie kontrollieren. Was Sie nicht kontrollieren können, ist das, was Sie eben in den Medien lesen. Wo steht der DAX nächste Woche? Sind Goldminenaktien zu teuer oder zu billig? Wo geht es mit Euro-Dollar hin? All diese Fragen sind nicht zu kontrollieren. Von daher zuerst die Finanzplanung, dann die Vermögensstrukturüberlegung, dann entsprechende Planungsrechnungen. Sie haben es schon gesehen, ich habe es hier sehr stark versimplifiziert, sodass auch ein normaler Privatanleger das tun kann, kann seine eigenen Überlegungen hier einfließen lassen, ohne dass er sich gleich entsprechend auch beraten lassen muss. Von daher, die Werkzeuge kann man natürlich immer stärker verbessern, als jetzt hier dargestellt. Aber es geht ja bewusst darum, einen Impuls zu setzen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.